Zur Feier des Oktobers und des anbrechenden Halloween-Monats gibt's heute Geburt bis Tod als ein Zombie. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne diesen Kanal, da verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und ja, ich würde sagen, let's go! So, mal schauen. Ist eins meiner Kinder schon fertig? Das da hinten sieht bereit aus. Hallo? Mein Kind, hallo. Was ist das hier? Du wurdest geboren. Ha? Warte, verstehe ich nicht. Wer bist denn du? Ich bin deine Mama. Und, was ist mit den ganzen anderen Büscheln hier um die Ecke? Und du bist ein Zombie. Cool. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ein Zombie sein klingt cool. Die anderen Büschel sind deine Geschwister. Aber die Büschel sind noch kleiner als der, aus dem ich rausgekommen bin. Denkst du, es dauert noch, bis meine Geschwister kommen? Genau. Komm mal mit, ich zeig dir das Haus. Oh, okay. Okay, das sieht aus wie was, was man leicht kaputt machen kann. Was ist das hier für ein Bereich? Das ist mein Arbeitsplatz. Und was arbeitest du? Hier darfst du nichts anfassen. Okay, nichts anfassen, aber darf ich... was ist denn hier drinne? Ich mache geheime Zombie-Deals. Das klingt cool. Okay, ich werde nichts verraten. Komm weiter. Okay. Es geht auch noch hoch. Oh, hier sind kleine weitere Pflanzen. Sind das auch Geschwister? Nein, das ist ein Bäumchen. Oh, okay. Kommt da vielleicht was anderes raus? Nein, nur Deko. Okay, verstehe. Das ist die Küche und das Wohnzimmer. Oh, okay. Sieht cool aus. Hier kannst du essen. Oh mein Gott. Ja, jetzt wo du es sagst, ich habe auch richtig Hunger. Haben wir denn was da? Lecker essen. Aber bald muss es selbst jagen gehen. Okay, werde ich machen. Aber jetzt werde ich erstmal was essen. Oh mein Gott, wie aufregend. Heute kriege ich endlich gezeigt, wie man jagt. Wo fahren wir hin? Zu den Pferdeställen? Ronja, komm mit. Okay, was muss ich machen? Ich zeig dir jetzt das Jagen. Oh mein Gott, wie aufregend. Muss ich irgendwas wissen? Muss ich vorbereitet sein? Oh mein Gott, wie aufregend. Ich habe noch nie im echten Leben ein Pferd gesehen. Siehst du das Pferd dort drüben? Oh, da hinten ist eins, du hast recht. Du musst sehr leise sein. Okay, ich gebe mir Mühe. Es ist sehr schreckhaft. Okay, ich will das Pferd nicht erschrecken, du hast recht. Soll ich mich anschleichen? Schleiche mit mir. Okay, hier ist so viel offene Fläche. Läufst du einfach hier drüber? Okay, ich versuche in deinem Schatten zu bleiben. Was machen wir, sobald wir bei dem Pferd sind? Wir müssen es von hinten überraschen. Oh, okay. Aber was ist, wenn es uns tritt? Ich habe gehört, Pferde können nach hinten treten. Es wird uns gar nicht bemerken. Oh, okay. Dann, weiter geht's. Warte, du bist einfach auf das Pferd gestiegen. Ja, natürlich. Warte, beiße ich jetzt einfach rein? Nein. Oh, aber ich dachte, wir jagen. Das ist Prinzessin Glitzerpups. Oh, heißt du das Pferd? Mein Pferd. Oh, ich wusste gar nicht, dass du ein eigenes Pferd hast, Mama. Ich wollte dir etwas Geschichte zeigen. Ich verstehe nicht ganz. Was meinst du? Deine Vorfahren haben sich von Menschengehirn ernährt. Ah, das klingt widerlich. Und ein wenig später haben deine Vorfahren sich von Tieren ernährt. So wie von den Pferden wie hier drüben? Genau. Aber ich könnte diesem Racker nichts tun. Verstehe ich. Ich meine, Pferde sind voll cool. Man kann auf ihnen reiten und sie sind lieb und sie essen gerne Möhren. Darum leben wir vegetarisch. Oh, okay. Oh, das war gar kein echtes Steak, was ich gegessen habe neulich? Genau. Ach so, da hast du mich aber gekriegt. Das hat wirklich gut geschmeckt. Ich weiß, ich habe es selbst gekocht. Okay, wenn wir jetzt schon hier sind, Mama, können wir vielleicht ein bisschen reiten? Ja, klar. Yay! Alles Gute zum Geburtstag, Ronja. Dankeschön. Oh mein Gott, ich kann es kaum glauben. Mein 20. Geburtstag. Ich bin schon so alt. Die Zeit ist verflogen wie nichts. Ja, hatte ich auch das Gefühl. Oh mein Gott, oh, ich kann jetzt endlich meine Kerzen auspusten und mir was wünschen. Nun, Ronja, es ist nun langsam Zeit. Zeit wofür? Zeit, dir einen schönen Zombie-Mann zu suchen und kleine Zombie-Babys zu bekommen. Okay. Wie du weißt, sind wir vom Aussterben bedroht. Ja, ich habe keinen einzigen Zombie gesehen, abgesehen von dir in meinem ganzen Leben. Also solltest du dich beeilen. Aber Mama, wo finde ich denn einen Zombie-Mann? Na, auf Zombie-Tinder. Okay. Und wie komme ich da drauf? Ich glaube nicht, dass es einfach im App Store ist. Das ist im Zombie-App Store. Okay, alles klar, dann werde ich mein Glück versuchen. Hier, ich zeige es dir. Okay. Oh mein Gott, ich habe noch nie so viele Zombies gesehen. Was? Ja, schau mal. Verrückt. Warte, und die wohnen alle hier in Brookhaven? Ja, wie findest du ihn? Oh, er sieht voll lieb aus, aber er hat gar keine grüne Haut. Bist du sicher, dass er ein Zombie ist? Manche Zombies übermalen ihre Haut, um nicht aufzufallen. Verstehe. Okay, alles klar. Gut, dann lass uns jemanden suchen. Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten. Heute ist mein Hochzeitstag. Ich bin heute bei der kleinen Kapelle außerhalb der Stadt und da ist auch schon mein zukünftiger Zombie-Mann. Oh, hallo Ronja. Ich bin Jake. Hi Jake.
Okay. Also, meine Mama hat mir erklärt, wir sind hier in der Kapelle, weil wir in der Stadt nicht gesehen werden dürfen, weil wir sonst gejagt werden wegen unserer grünen Haut. Aber wenn man heiratet ohne seine grüne Haut, dann hat man sein Leben lang Unglück. Deswegen sind wir hier in der abgelegenen Kapelle. Und aus irgendeinem Grund gibt es keinen Pfarrer, um uns zu trauen. Und wir müssen uns nur hier zusammen auf die Bank setzen und warten, bis wir den Zombie-Segen kriegen? Hast du das auch so mitgekriegt? Was haben deine Eltern dir erzählt? Okay, ja, das hat mir mein Papa auch so gesagt. Alles klar, dann setz dich. Okay, ich mach mal die Taschenlampe weg. Ich kann es kaum erwarten. Oh mein Gott, wie aufregend. Wow, hast du das gespürt? Oh mein Gott, okay. Ich fühle mich direkt wie ein neu gewaschener, Zombie. Jetzt sind wir endlich verheiratet. Ja, ich kann es kaum erwarten, Leben mit dir zu verbringen. Was für ein wunderbarer Tag in unserem neuen Zombie-Haus. Oh mein Gott, es ist so schön. Wir sind hier ganz oben auf dem größten Aussichtspunkt und wir können die ganze Stadt von hier oben sehen, von unserem kleinen Baumhaus. Keiner kann uns sehen. Wir müssen unsere Haut nicht überdecken und oh mein Gott, hallo Jake und unser kleines, süßes Baby. Oh Ronja, da bist du ja. Oh, ich kann es kaum erwarten, den Kleinen zu sehen. Ich wollte ihn gerade ins Bett legen. Oh, legst du ihn oben ins Bettchen? Ja. Okay, ich bereite uns schon mal ein kleines Beyond-Steak zu. So, und tschüss. Ach Ronja, du musst echt mehr schlafen. Ja, ich weiß, aber es ist so anstrengend mit dem Kleinen hier. Aber bald ist er groß genug und kann mit uns durch die Stadt laufen. Ich weiß, ich kann es kaum erwarten. Oh, haben wir uns eigentlich schon überlegt, ob wir ihn in die Schule stecken wollen? Ich weiß nicht. Wie du weißt, war ich ja nie in der Schule. Meine Mama hat mich zu Hause aufgezogen. Deswegen hatte ich auch nie den Druck, dass andere Kinder vielleicht rausfinden, wer ich bin. Aber deswegen hatte ich auch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich bin der einzige Zombie auf der ganzen Welt, halt abgesehen von meiner Mama. Und eigentlich wäre es für unser Kind schön, wenn er Freunde finden könnte. Vielleicht akzeptieren die anderen Kinder ihn ja. Okay, dann ist es beschlossene Sache. Ich habe gehört, die Brookhaven-Schule soll auch echt gut sein. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Mein kleiner Junge hat sein Abitur geschafft. Herzlichen Glückwunsch, das hast du toll gemacht. Mama, schau mal. Oh mein Gott, ich bin so stolz auf dich. Es tut mir leid, dein Papa konnte leider nicht. Er hat ein bisschen Angst vor der Öffentlichkeit. Ich glaube, seine eigene Schulzeit hat ihm nicht so gefallen. Oh mein Gott, aber wir können direkt zu ihm nach Hause gehen und ihm ein Zeugnis zeigen. Ja, los. Okay. Oh mein Gott, es ist so aufregend. Wie du weißt, war ich ja nie selber in der Schule. Aber ich freue mich so, dass du hier so eine gute Zeit hattest und so viele Freunde gefunden hast. Dankeschön, Herr Direktor, dass Sie so lieb mit meinem Sohn umgegangen sind in der Schulzeit. Und dass es auch keine Diskriminierung mehr gab, dadurch, dass er ein Zombie war. Ja, ich habe sogar einen Zombie-Freund. Vielen, vielen Dank nochmal. Okay, dann lass uns nach Hause gehen und das Papa zeigen. So, mein Sohn. Wie gesagt, meine letzten Stunden sind gekommen und wie es Zombie-Tradition gebührt und wie es auch bei meinen eigenen Eltern war, finde ich mich jetzt hier auf dem Friedhof, suche mir ein Grab aus und leg mich dann zur ewigen Ruhe nieder. Ich hoffe, du hast noch ein wunderschönes Leben. Mama, ich werde dich vermissen. Ach, du bist schon so groß mittlerweile. Du bist mein ganzer Stolz. Ich hab dich lieb, Mama. Ich dich auch, mein Schatz. Okay, der Vollmond sollte jetzt eigentlich jeden Moment oben im Himmel stehen. Der kommt da hinten auch schon raus. Kümmere dich gut um deinen Papa, okay? Okay, werde ich machen. Okay, das Grab sieht gut aus. Ich denke da... Oh, ich ein glückliches, anderes Leben führen können. Bis ich wieder neu aus der Erde wachse. So, das war's mit diesem Video Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr neu hier seid, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ich würde mich super freuen. Und gebt dem Video einen Daumen hoch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!